Guten Tag, guten Nachmittag, frühen Nachmittag überall. Shubha Deepavali als Anfangsgrüße. Und Almut wird sprechen und wir hören zu. Und wenn wir Glück haben, wird die Kamera auch irgendwann mitmachen. Aber jetzt erstmal werde ich Salman vorstellen, Salman Abbas, der wird das Gespräch moderieren. Er wird Almut vorstellen und er wird auch das Gespräch und Q und E dann übernehmen. Wir kennen Salman Abbas alle und ich kenne ihn besonders wegen seiner Teilnahme an Goethe-Projekte, Übersetzungsprojekte. Für uns ist er bekannt als Übersetzer von Sibylle Berg. Unter anderem und auch die Gedichte von Tom Schulz und Sylvia Geist hatte er übersetzt ins Urdu. So, for his master's degree in German Literature at Jawaharlal Nehru University in 2013, Syed Salman Abbas dealt with the research project of Shades of Melancholy in the Postwar Elegies of Paul Celan, Celan, je nachdem. So, prior to that, 2010, he had already completed a master's degree in German at the University of Delhi and a bachelor's degree in English and Anthropology at the University of Lucknow. Since 2015, he's been working as an assistant professor for German at the Department of Foreign Languages at Aligarh Muslim University. Since 2006, he has been a visiting lecturer at the following academic institutions: Amity University, University of Delhi, as well as Jawaharlal Nehru University. His scientific contributions deal with topics of contemporary German literature and literary translations from German. In addition, Salman was involved in the editing of the Handbook of Comparative Literature, Handbuch der Komparatistik, for the publisher Metzler Verlag, and in the revision of a book on poetry of Paul Celan, Jean Ferges. Schwarze Sonne, Schwermut, Melancholy as a creative and destructive force in the life and poetry of Paul Celan. As part of various scholarship programs, including Goethe Institute, German Academic Exchange Service, he has had the opportunity to bring in his experience and knowledge in the fields of German literature and translations from German into Hindi and Urdu, or Hindustani, as you may call it, and to share it with others. So I'll just quickly read the selection of his translated titles, but there are many more that he can add now. Elisabeth Langgässer, Glückhaben, Irmtraud Morgner, Excerpts of a Novel, Leben und Abenteuer der Trobadora Beatrix nach Zeugnissen ihrer Spielerfrau Laura. Then Silke Scheuermann, Vampire, Short Story. And then, as I mentioned, Sylvia Geist and Tom Schulz and recently, Sibylle Berg. So, Salman, thank you for accepting to be the moderator and over to you. Thank you. Hallo, danke für eine sehr nette Einleitung. Ich gehe direkt zu einer Einführung von unserem Vortragenden heute, Dr. Almut Degner. Und ich freue mich sehr, Ihnen und euch vorstellen zu dürfen. Dr. Degner verfügt über eine beeindruckende akademische Laufbahn und eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Indologie und Übersetzung. Dr. Degner absolvierte ihr Studium an den Universitäten Göttingen, London und Hamburg zwischen 1976 und 1986. In diesem Zeitraum erwarb sie ihren Masterabschluss in Indologie, Altorientalistik und Neuer Iranistik an der Universität Göttingen im Jahr 1982. Anschließend promovierte sie 1987 an der Universität Hamburg in den Fachgebieten Iranistik, Indologie und Tibetologie. Ihre akademische Laufbahn führte sie zur Habilitation in Indologie an der Universität Mainz im Jahr 1995. Während eines Zeitraums von 1986 bis 2020 war Dr. Degner an der Universität Mainz in verschiedenen Positionen tätig. Diese umfassten unter anderem die Rolle eines Assistenzprofessors, eines Dozenten und zeitweiligen Leiters des Indologie-Departments. Dr. Degner hat eine umfangreiche Liste von Publikationen vorzuweisen, darunter Bücher und Artikel in verschiedenen Fachzeitschriften,
Einige ihrer bemerkenswerten Bücher sind chotanische Suffixe. Das Katina Vadana, die Sprache von Nishekiram im afghanischen Hindukusch und Materialien zur Personensprache des afghanischen Hindukusch. Darüber hinaus ist Dr. Degner eine erfahrene Übersetzerin und hat bedeutende literarische Werke aus verschiedenen Sprachen in die deutsche Sprache übertragen. Einige zu nennen: Im Jahr 2018 übersetzte Dr. Degner Rehman Abbas' Die Stadt, das mir die Liebe aus dem Urdu. 2021 veröffentlichte sie Übersetzung von Tulsirams Murdeya, eine Dalit-Kindheit aus dem Hindi. Ebenfalls im Jahr 2021 übersetzte Dr. Degner Umar Shahid Hamid Ferhat aus dem Englischen, ein Krimi. Ihr Beitrag erstreckt sich auch auf die Welt der Kurzgeschichten, wie beispielsweise die Übersetzung von Rashid Jahans Ein Ausflug nach Delhi aus dem Urdu im Jahr 2022, die in der Sammlung Prosaische Passionen von Menasse Verlag veröffentlicht wurde. Für das Jahr 2023 hat Dr. Degner weiterhin beeindruckende Übersetzungsprojekte im Petto. Unter anderem wird für Surju von Jaywant Dimri aus dem Hindi und Mord von Anjali Deshpande ebenfalls aus dem Hindi im Draupadi Verlag erschienen. Heute wird sie einen Vortrag über ihre Erfahrungen im Bereich der Übersetzung urdu-literarischer Werke ins Deutsche halten, wobei sie sich insbesondere auf Rehman Abbas' Roman Rosen und das Werk von Sayyed Kashif Reza, Char Darvesh und Ikachua konzentrieren wird. So. Almut, du hast das Wort jetzt. Vielen, vielen Dank an euch alle, besonders natürlich an Jayashree Doshi und auch an Mansi, also vor allem auch für die technische Hilfe. Vielen, vielen Dank auch an alle, die sich heute Zeit genommen haben, trotz Diwali und mit dabei sind und mit hören und mit denken und vielleicht ja auch hoffentlich auch mit diskutieren nachher. Das ist der zweite Satz der Kurzgeschichte Occult Museum von Nair Masoud. Und jetzt kommt next click, please. Yes. Ein Student hat das so übersetzt, wie da steht: Ich habe keinen Einfluss auf die Wirklichkeit. Auf Träume habe ich auch keinen Einfluss, bla 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 bla. Da fallen zwei Dinge ins Auge. Zum einen ist der Plural Hakikaton übersetzt mit einem Singular, die Wirklichkeit. Und zum anderen hat der Student ein Ich vorangestellt, obwohl auch eine syntaktisch und morphologisch getreuere Wiedergabe als auf Wirklichkeiten habe ich keinen Einfluss möglich gewesen wäre. Wir sind ja sowohl im Urdu als auch im Deutschen relativ frei mit der Syntax, solange die Satzglieder zusammenbleiben. Und wie ich gesagt habe, das ist jetzt genau übersetzungstechnischer Alltag, also das kennen wir alle. Und wahrscheinlich würden die meisten von uns dafür plädieren, den Plural beizubehalten. Denn auch im Urdu, genau wie im Deutschen, ist der Plural dieses Terminus weder zwingend noch besonders häufig. Hakikat und Hakikaten ist nun mal ein Unterschied. Interessanter wird es beim Artikel, dessen Funktionen ja nur teilweise mit dem Urdu-Demonstrativum kongruieren. Noch nicht, bitte. Not yet. Okay, leave it. Der Unterschied zwischen die Wirklichkeiten und Wirklichkeiten besteht nach Harald Weinreich darin, dass der bestimmte Artikel eine Anweisung an den Leser enthält, in der Vorinformation nach geeigneten Determinanten für das von dem Artikel begleitete Nomen zu suchen. Deswegen nennt Weinreich den bestimmten Artikel anaphorisch. In unserem Text kommt im Satz davor das Wort Hakikat schon vor, aber das scheint nicht die Wirklichkeit zu sein, auf die im zweiten Satz Bezug genommen wird. Sonst hätten wir nämlich wahrscheinlich ein Wo oder ein Un im Urdu und auch kein Plural. Aber richtig bleibt natürlich, was er sagt: Wenn wir einen bestimmten Artikel verwenden im Deutschen, markieren wir den Gegenstand damit als bekannt. Vermutlich hat dieser Student unbewusst unterstellt, es gebe die oder sogar die eine Wirklichkeit. Nur, das Urdu-Original sagt eben nicht aus, dass es die eine Wirklichkeit gibt und auch nicht, ob diese Wirklichkeit oder Wirklichkeiten bekannt sind oder nicht. Das bleibt vom Wortlaut her offen. Der Übersetzer ins Deutsche
in dem die Verwendung eines Begleiters obligatorisch ist, muss in solchen Fällen immer eine Entscheidung treffen. Stimmter Artikel oder unbestimmter Artikel? Und ich werde jetzt keine Lösung anbieten, das ist ja gar nicht meine Aufgabe hier in diesem Vortrag, aber ich wollte nur damit darauf hinweisen, dass es genau solche scheinbar ganz kleinen nebensächlichen Dinge sind, die uns ständig zu Entscheidungen zwingen und die letztlich aber dafür verantwortlich sind, nicht nur welche Informationen, sondern auch welche Kontexte und welche Gefühle ein Text in Übersetzung aufruft. Wir bleiben bei dem Satz und jetzt geht es um die Wortstellung. Prädikative Possession wird im Deutschen üblicherweise mit Hilfe des Verbums haben ausgedrückt, zusammen mit dem obligatorischen Personalpronomen. Ja? Ich habe Hunger oder was weiß ich. Dieses suggeriert in unserem Text aber eine aktivere Partizipation des Possessors als das pronominale Mera im Urdu, das im zweiten Satz zudem nicht explizit genannt wird. Man könnte in der deutschen Übersetzung das Pronomen im ersten Satz weniger prominent platzieren und im zweiten Teil darauf verzichten. Und dann hätten wir das, was da schon steht. Auf Wirklichkeiten habe ich keinen Einfluss, auch nicht auf Träume. Dadurch fällt aber im zweiten Teil das Nomen Ichtiar, Kontrolle, Verfügungsgewalt, Einfluss unter den Tisch. Und das erscheint wiederum nicht wünschenswert, weil es durch die Topikalisierungspartikel Do im Urdu hervorgehoben wird. Alternativ könnte man übersetzen, next please. Next slide please. Next click. Ah, thank you. Man könnte sagen, ach so, na, das war ein anderes. Einfluss habe ich auch nicht auf Träume. Also umgekehrt. Aber doch, ist genau richtig. Aber wenn wir diese Syntax im ersten Satz so beibehalten, dann steht jetzt Einfluss zweimal hintereinander und das gilt im Deutschen als schlechter Stil. Geht also auch nicht. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, ein Adverb zwar einzufügen. Ungefähr so. Auf Träume habe ich zwar auch keinen Einfluss, aber hat zunächst mal überhaupt keine Wirkung. Aber wenn wir dieses zwar an den Anfang stellen, zwar habe ich auch keinen Einfluss auf Träume, aber so bewirkt die Verschiebung ins Vorfeld, dass einerseits die Einschränkung zwar bla 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 betont wird, andererseits aber auch der Inhalt des folgenden Abersatzes. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf den Urdu-Text, den Teil jetzt, der in schwarz gedruckt ist. Und dann sehen wir, dass es in der Tat sehr soll wichtig einmal ist, was der Ich-Erzähler hier aussagt. Ja? Soll ich einmal das vorlesen, damit die anderen das lesen können, ne? Die kein Urdu verstehen. Ach so, ja. Ikhtiyar to khwabun par bhi nahi, lekin khwab meri zaati milkiyat hai. Aur agar main khwab mein kuch dekhta hoon, to khwab meri samajh mein koi baat na aaye, magar ye samajh mein aana chahiye, ki maine ye sab kyun dekha. Das steht da und das zeigt, dass es wirklich wichtig ist, was nach diesem Anfang kommt. Und deswegen gibt es keinen Konflikt, wenn wir das zwar so einsetzen. Und jetzt kommt last slide, please, last click on this slide. Thank you. Und dann kommen wir zu dieser Übersetzung. Zwar habe ich auch keinen Einfluss auf Träume, aber und so weiter, mein Eigentum. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch von der Passage verabschieden. Ich wollte damit nur bestätigen, was wir alle schon wissen, dass literarisches Übersetzen eben keine mechanische Tätigkeit ist, dass es auch keine sehr schnelle Tätigkeit ist, das wissen wir auch, dass es das Resultat ist von Überlegungen, dass die Persönlichkeit, die Leseerfahrungen, das Sprachgefühl des Übersetzers, alles das fließt damit ein. Und deswegen, Google Translate ist einfach keine Alternative und auch andere KI-Alternativen eher nicht. Können uns helfen, aber bestimmt nicht sehr weit. Also im Titel meines Vortrags habe ich meine Erfahrungen mit der Übersetzung von Urdu-Literatur oder überhaupt von Übersetzungen eine Liebesgeschichte genannt. Und das erste literarische Werk, das ich in meinem Leben übersetzen durfte, war tatsächlich eine Liebesgeschichte, jedenfalls zum Teil. Next slide. Das war nämlich, was Salman schon gesagt hat, der Roman Rosin des indischen Autors Rahman Abbas.
Das hat, wie Sie sehen, inzwischen ist auch, ich glaube, das Hindi ist noch nicht erschienen. Ich weiß es nicht, ich habe das im Internet gefunden, aber ich glaube nicht. Aber auf Englisch gibt es das jetzt neuerdings und auf Urdu gab es mehrere Auflagen. Auf Deutsch ist das oben links. In diesem Roman geht es unter anderem um verschiedene Spielarten von Liebe. Platonische Liebe, Mutterliebe, geschlechtliche Liebe bis hin zu Sexorgien in satanistischen Kreisen, was übrigens der schwächste Teil des Romans ist. Aber egal. Es geht aber auch und vor allem um die Liebe zwischen zwei sehr jungen Menschen, nämlich Asrar und Hinna. Sie mögen sich jetzt fragen, inwiefern das Thema des Romans im Kontext von Übersetzung überhaupt relevant ist. Und das möchte ich gerne sagen und dazu muss ich etwas weiter ausholen. Und übrigens, Sie dürfen mich natürlich jederzeit unterbrechen, ja? Also, das stört mich nicht, solange ich es hören kann und antworten kann. Kurz nachdem dieser Roman auf Deutsch erschienen war, fanden im Literaturhaus Zürich Tage indischer Literatur statt, bei denen auch dieses Buch vorgestellt und diskutiert wurde. Und da gab es einen deutschen Kritiker, der befand, naja, ist ja schon ganz interessant, aber doch reichlich kitschig. Und tatsächlich, vor allem am Ende des Buches liegen Liebe und Tod dicht nebeneinander. Es fällt rosafarbener Regen, die Liebenden schauen einander in die Augen und Zitat, in ihren Augen lag nichts außer endloser Liebe. Und übrigens wird das in ähnlicher Form also viele Male wiederholt. Für deutsche Ohren furchtbar kitschig. Nun wurde dieser Roman allerdings nicht für ein deutsches Lesepublikum geschrieben, sondern für eine Leserschaft, die einen anderen Hintergrund hat, die das mit dem Urdu-Ghazal vertraut ist, die das Bildinventar von Bollywood-Filmen kennt. Und das sind zum großen Teil sprachliche und visuelle Bilder voller Klischees. Der entscheidende Punkt ist, dass zumindest im klassischen Ghazal diese Klischees aber eben nicht wie in deutscher Dichtung als schlechter Stil gelten, sondern ganz im Gegenteil, als Grundlage dichterischen Geschicks, wo gerade vor dem Hintergrund einer Tradition von Interpretationen immer desselben Klischees die Kreativität des Dichters aufleuchtet. Die Einschätzung dieses Kritikers, dessen Namen ich vergessen habe, entspringt also einer kulturellen Ungleichheit, unterschiedlichen Sichtweisen, Werten und Erfahrungen. Hier ist die kulturelle wie sprachliche Kompetenz des Übersetzers gefragt, der solche kulturspezifischen Konzepte in ein anders geprägtes Umfeld sozusagen umpflanzt. Und damit nähern wir uns auch der Frage, was hat das Thema des Romans mit der Übersetzung zu tun? Wie Sie natürlich alle wissen, ist es nicht ungewöhnlich für einen Urdu-Roman auf Gedichte Bezug zu nehmen. Sogar im Titel, zum Beispiel bei der pakistanischen Bestseller-Autorin Anisa Sayle, die Titel wie Dilemman Musafirman, Shab Ghazida oder dergleichen veröffentlicht hat. Gedichte können natürlich auch in deutschen Romanen vorkommen und die kommen auch vor, aber ich glaube, das ist seltener der Fall und man würde auch eher nicht voraussetzen können, dass ein Leser ein zitiertes Gedicht kennt. In Rosin spielen Gedichte eine große Rolle. An einer Stelle zum Beispiel wird ein Ralef-Vers zitiert. Next slide, please. Can you go? Ach so, doch, no, 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 it's all right. One back, please. Yes, that's right. Nakardamunahunkibhi has. Oh, the red one thing is again, please. This. Aha, ja. Nakardagunahunkibhi hasrat ki miledad yarab. Agar un kardagunahunki sazahu. Dem Verlangen nach Sünden, die nicht begangen wurden, gebührt Anerkennung, o Herr, wenn es eine Strafe für Sünden gibt, die begangen wurden. Auch wenn es in diesem Vers nicht explizit gesagt wird, geht es in dem Gedicht um die unerfüllbare, kompromisslose Liebe. Der Vers spricht von Sünden. Von solchen, die begangen worden sind und von solchen, die man vielleicht gern begangen hätte, aber es nicht getan hat. Zum Beispiel die Liebesbeziehung zwischen einem Jungen und einem Mädchen. In Rahman Abbas Roman gibt es eine Menge Sünden jeder Art. Und ich glaube, das ist die eigentliche Motivation dafür,
dass dieses Gedicht hier auftaucht. Es gibt keine direkte Verbindung zu der Situation, in der es zitiert wird, aber eben doch eine zu dem Roman als Ganzem, ebenso wie der einzelne Vers einen Bezug zu dem Rasal als Ganzem hat. Was die beiden Protagonisten angeht, Asra und seine Freundin, so ist in ihrer Beziehung nichts Sündhaftes, es sei denn, man betrachtet ihre Liebe zueinander schon als Sünde. Die beiden sind ein Jahr lang zusammen, sie streifen durch Mumbai allein oder mit Freunden, sie reden über Poesie und anderes. Nicht ein einziges Mal besuchen sie einander zu Hause und außer ein paar Küssen passiert nichts. Und es ist immerhin die Stadt Mumbai. Tatsächlich kommt es zur sexuellen Vereinigung, aber das ist erst am Ende des Romans und es ist zugleich der Moment, in dem sie die irdische Existenz aufgeben. Rahman Abbas selbst sagt, das Ende des Romans hat nichts mit irgendwelchen mystischen Konzepten von Fana oder dergleichen zu tun. Das Liebespaar des Buches habe es tatsächlich gegeben und alles habe sich genau so abgespielt. Das, was ein Autor über sein Werk sagt, ist natürlich immer wertvoll und aufschlussreich. Aber wir Übersetzer müssen es auch nicht unbedingt alles auf die Goldwaage legen. Am Schluss des Romans kommt es zur Vereinigung der Liebenden, während es unaufhörlich regnet und die Meereswogen über den beiden zusammenschlagen. Das mag ja so gewesen sein, aber es ist ja wohl klar, dass in dem Fall niemand dabei war und der Autor allenfalls erfahren haben kann, dass ein junges Liebespaar ertrunken ist. Alles andere ist Fiktion. Und ehrlich gesagt, wenn es das nicht wäre, hätten wir auch keinen Roman, sondern einen Zeitungsbericht. Die Frage ist aber nun, was macht der Übersetzer mit einer solchen Stelle? Und ich weiß nicht, ob Sie beim Goethe-Institut auch so auf Gendering achten. Also mir geht es auf den Geist, aber ich müsste natürlich sagen, der Übersetzer und die Übersetzerin und womöglich noch diverse Übersetzer. Ich nehme einfach immer nur eine Form und da sind alle inklusive, okay? Also, was macht der Übersetzer, wenn er diese Stelle als ein Ineinander-Aufgehen von Aschik und Maschuk interpretiert? Jede Art von Übersetzung ist ja auch eine Überinterpretation. Und natürlich ist es möglich, dass die Interpretation falsch ist. Aber ich muss interpretieren, um überhaupt übersetzen zu können. Und was soll ich denn tun, wenn ich glaube, dass die Anführung eines solchen Verses und erst recht der Schluss des Romans auf ein Konzept der südasiatisch-islamischen Mystik verweist? Wenn ich zugleich sicher sein kann, dass das von den meisten deutschen Lesern nicht so verstanden und möglicherweise als kitschig empfunden werden wird. Zumal da seit 1945 nach den schwülstigen Nazi-Ergüssen Pathos in der Literatur bei uns eher verpönt ist. Anders als damals bei meiner ersten literarischen Übersetzung glaube ich heute, dass in solchen Fällen Modifikationen des Originals in der Übersetzung erlaubt sind, manchmal auch geboten. Aber ich überlege natürlich immer sehr lange, welchem Zweck das dient und welche Wirkung das auf den Leser haben könnte. Ein Patentrezept kenne ich nicht. Aber ich würde schon gern wissen, was Sie darüber denken, die Sie ja auch alle Übersetzer sind oder die meisten von Ihnen. Und wenn wir Zeit haben, können wir vielleicht darüber mal reden. Also, wir sind schon bei Gedichten und nach meinem Empfinden, nach meinem ausländischen Empfinden natürlich, spielt in der indischen Gesellschaft im Allgemeinen und in der Literatur im Besonderen Lyrisches eine größere Rolle als in der deutschen Literatur und Gesellschaft. Deshalb würde mich auch interessieren, ob eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Urdu, also das, was Sie machen, ob man da poetische Elemente aufnehmen könnte, um Gefühle auszudrücken, die im Deutschen auf andere Weise vermittelt werden. Ist ja klar, dass wir Übersetzer keine vollkommen neuen Texte schreiben und dass unser ureigenstes Anliegen immer sein muss, Inhalt und Geist des Originals wiederzugeben. Und zwar so, dass beim Lesen der Übersetzung ein vergleichbarer Eindruck entsteht. Aber die Frage ist nicht nur berechtigt, sondern wirklich zentral, wie das erreicht werden kann. Und letztes Jahr, da war ich in Shimla und da habe ich eine junge Frau kennengelernt, die übersetzt volkstümliche Erzählungen oder Märchen aus dem Russischen ins Hindi. Und was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war der Umstand, dass diese junge Frau anstelle der russischen Prosa auf Hindi die Versform verwendet hat. Ganz einfache, eingängige Verse. Ek ta raja, ek tirani, bad hai, ye barsung, ye purani, so Zeug. Ja, so
gereimte Geschichten. Und das Ergebnis war einfach großartig. Und dieses großartige Ergebnis ist genau dadurch entstanden, dass die Übersetzerin sehr frei mit der Form umgegangen ist. So, jetzt habe ich noch einen klassischen Vers. Next slide, please. Der wird zitiert in diesem Buch, das ich aus dem Englischen übersetzt habe, ein Spionage-Thriller von Umar Shahid Hamid. Jenati Hamari Prismat Gebesali Jarhota, Agar Orji Terehte, Jehi Intisarhota, kennt jeder. Ich habe in meiner deutschen Übersetzung, Sie können das da lesen, ich lese das jetzt nicht vor, ich habe einen fünfhebigen Jambus verwendet. Jambus, dadam, 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 ja. Jambus ist ein kurzer Rhythmus wie dein Herzschlag. Und zugleich hat er aber auch so etwas Fließendes und Gleichförmiges, wird oft in Liedern verwendet und bringt zum Ausdruck, dass es sich um ein allgemeines Gesetz jenseits des Individuellen handelt. Ich habe zuerst angefangen und wollte den Reim eines Rasal nachahmen, eines Gazels, aber ich habe das im Deutschen nicht so kurz ausdrücken können, wie es auf Urdu da ist. Und was dann am Schluss entstanden ist, ist ein halber Kreuzreim, also A, B, C, B, ja? Ihm Leben, Schmerz geben. Inhaltlich gehören darin die mittleren Zeilen B und C, Leben und Schmerz, zusammen und nicht A, B und C, B. Wenn man das liest, braucht man deswegen als Leser einen etwas längeren Atem, um den Zusammenhang überhaupt zu verstehen. Ich glaube aber, das ist in Ordnung, denn bei Rale braucht man auch oft einen etwas längeren Atem, um was zu verstehen, ich jedenfalls. Eine besonders wortgetreue Übersetzung ist es natürlich nicht. Der Knackpunkt ist, wie man Yehi Intezar interpretiert. Auf Deutsch müsste ich mich entscheiden, diese Erwartung oder dieselbe Erwartung. Auf Hindi, auf Urdu geht es mit demselben Wort, aber auf Deutsch geht es nicht. Und wenn ich mich aber entscheide, geht genau das, was den Reiz im Original ausmacht, an dieser Stelle, diese Doppeldeutigkeit, geht verloren. Und dazu kommt der fehlende kulturelle Hintergrund für einen deutschen Leser. Und deswegen habe ich dann als Erklärung diese vierte Zeile hinzugesetzt. Die steht im Urdu überhaupt nicht, aber das ist sozusagen die Erklärung, damit man was anfangen kann auf Deutsch. Ein anderer Rale-Vers kommt jetzt. Next slide, please. Thank you. Je kahan ki dosti hai, ke bane hain dost nasir. Koi chara saaz hota, koi ram gusar hota. Das habe ich mal übersetzt, das ist nirgendwo publiziert oder so. Ein Freund hat mich darum gebeten. Es hat mich Stunden gekostet, daraus irgendwas Vernünftiges zu machen. Aber im Grunde war das Problem überhaupt nicht anders, als wenn ich Prosa übersetze. Zuerst habe ich herumprobiert und versucht, möglichst eng am Wortlaut zu bleiben. Also Nasih als Ratgeber und Ram Gusar als einen, der mein Leid mindert, wiederzugeben. Aber das klang nicht. Also es klingt einfach nicht auf Deutsch. Und es ist ja ein Gedicht. Und dann habe ich die Nomina Agentis in Nomina Actionis umgewandelt. Und das Verb Banneher habe ich weggelassen. Und aus der einen Frage habe ich zwei gemacht. Und außerdem, dann war ich von Nasir, also als Ratgeber, war ich zu Ratschlag gekommen. Diesen Ratschlag habe ich dann auf zwei deutsche Wörter verteilt, auf Vorwurf und Predigt. Und das ist herausgekommen. Next click, please. Genau. Almut, ist das etwa? Einige Leute wollen, dass diese Urdu-Stelle noch einmal vorgelesen wird, weil sie das nicht selber lesen können. Aber vielleicht willst du das vorlesen, Salman. Du hast so, ich meine, mein Urdu ist wirklich ein schreckliches Urdu. Lies du das doch mal vor. Also ich, ja, okay, dann. Ja. Ye kaha ki dosti hai, ki bane hai dost na se, koi chara saaz hota, koi gham gusar hota. Das ist ein sehr bekanntes Gedicht von Ghalib. So eine. Genau, ja. Genau, und, und jedenfalls das habe ich dann, also Predigt und Vorwürfe ist natürlich was anderes als Nasir oder Nasi hat. Aber man muss auch den Kontext ein bisschen sehen. Also solche Verse werden ja im Alltag eingesetzt, um etwas auszudrücken. Und ich habe ja auch die zweite Person benutzt. Und wenn man etwas ausdrückt, dann ist die
zweite Person direkter als die dritte. Aber ich glaube, dass es genau das ist. Wenn ich nämlich die dritte Person im Deutschen verwende, dann kann ich das nicht so gut einsetzen, wie man einen Urdu-Vers einsetzen kann. Aber ja, ich will darauf nicht länger eingehen. Nur so viel zu meinen Versuchen, Lyrik zu übersetzen. Das macht mir großen Spaß, muss ich sagen. Also, es macht wahnsinnige Mühe und auch großen Spaß, aber leider ist das Interesse an Lyrik in Deutschland recht gering. Und ein Verlag, der sich darauf einlässt, geht ein hohes Risiko ein. Und ja, und sowieso ist es schon ein Elend mit Übersetzungen aus südasiatischen Sprachen in deutschen Verlagen. Egal. Das Thema Lyrik führt uns zu einer weiteren Frage, die mich immer wieder beschäftigt und die jeden Übersetzer betrifft, ganz gleich aus welcher und in welcher Sprache. Und das ist die Frage, wie gehe ich mit Zitaten um, die aus einer anderen Sprache übersetzt wurden? Das ist sehr oft am Anfang von Büchern und Kapiteln der Fall, wo als Motto Schriftsteller oder andere Berühmtheiten zitiert werden, manchmal auf Englisch, oft auf Urdu, übersetzt aus einer im Internet auffindbaren englischen Version. Was soll der deutsche Übersetzer im letzteren Fall tun? Das Zitat aus dem Urdu übersetzen oder aus dem englischen Original? Und was ist übrigens, wenn das Original gar nicht englisch ist, sondern die Vorlage nur die englische Übersetzung eines anderssprachigen Textes ist? Das ist nämlich sehr oft der Fall. Soll ich nach dem französischen Original von Baudrillard oder dem spanischen von Borges suchen? Das Original zu finden ist oft übrigens keineswegs leicht, weil auch die englische Übersetzung manchmal unpräzise oder gar nur eine Paraphrase des Originals ist und manchmal nicht mal das. Jetzt kommen wir noch zu einem, next slide, please. Wir kommen zu einem anderen Roman von Rahman Abbas, der ist auf Urdu, hat der irgendwie, macht er ziemlich Karriere, ist glaube ich die zweite oder dritte Auflage schon auf Deutsch. Ich habe so eine Rohübersetzung angefertigt. Aber das will keiner haben hier. Ich weiß es nicht. Jedenfalls in diesem Roman Sindik steht als Motto unter anderem das folgende Zitat: Wo unki samajh mein nahi aata hai, jo use samajhte hain. Als Quelle steht darunter nur Upanishad. Nun ist Upanishad ist ein bisschen, das ist eine Literaturgattung, nicht ein Werk. Ich nehme an, es ist ein Zitat aus der Keno-Upanishad. Next, please. Yasya matam, tasya matam, matam, yasya navedasaha, avijnatam, vijanatam, avijnatam. Okay, wer wörtlich bedeutet das ungefähr? Next one. Next click, please. Thank you. Wer es nicht verstanden hat, von dem wird es verstanden. Derjenige, von dem es verstanden wird, hat es nicht geschaut. Unerkannt ist es von den Erkennenden, erkannt von den Nicht-Erkennenden. Ja, schön. Was soll das heißen? Die Upanishaden sind bekanntlich als nicht öffentliche Lehren entstanden, die vom Lehrer an den Schüler weitergegeben wurden. Sie sind für die Undurchsichtigkeit ihrer Sprache bekannt, die oft mehr verbirgt als erklärt. Sind ja auch Geheimlehren gewesen, jedenfalls. Aber eins ist klar: Es geht um die Unerkennbarkeit des Brahman, des attributlosen Absoluten. Es geht um den Unterschied zum Attribut Haften, das den Gegenstand der Verehrung bildet. Ist ja sehr passend heute an Diwali. Kurz: Einer, der überzeugt ist, dass er das Absolute erfasst, wenn er das kennt, was denkbar und aussprechbar ist, zum Beispiel bei der Puja, der weiß in Wahrheit nichts von dem Absoluten. Umgekehrt kann derjenige, der sich von dem Erkennbaren und Aussprechbaren löst, zu dem vordringen, was allem zugrunde, aber jenseits aller Attributhaftigkeit liegt. Schön und gut, aber ist es das, was dem Autor als Leitgedanke diente? Sindhik hat nichts mit dem upanishadischen Konzept von Atman und Brahman zu tun. Was darin eine Rolle spielt, ist das Nichtverstehen. Unter anderem das Nichtverstehen des Protagonisten Sanaullah, wenn es um die Bedrohung durch den sich ausbreitenden Hindu-Faschismus geht. Und das, obwohl dieser Sanaullah ein hoher Armeeangehöriger und Spezialist für internationale Politik ist. Wenn ich daher versuchen würde, in meiner Übersetzung den Gedanken der Upanishad auszudrücken, würde das allenfalls in die Irre führen. Sicher aber nicht,
als Motto des Romans taugen. Und daher übersetze ich das Odo-Zitat so, wie ich es verstehe und herauskommt. Next, please. Das, was Sie verstehen, verstehen Sie nicht. Ein anderes Beispiel. Das nächste Beispiel ist nicht Urdu, aber ich glaube, viele von Ihnen können auch Persisch und deswegen habe ich das mit reingenommen. Das kommt aus dem, es kommt auch gar nicht weder aus Urdu noch aus Persisch, es kommt aus diesem englischen Spionageroman Betrayal von Umar Shahid Hamid. Da wird nämlich sehr gerne Umar Khayyam zitiert und zwar in der berühmten Übersetzung von Fitzgerald. Wer das persische Original zu den Versen von Fitzgeralds Übersetzung sucht, wird sehr oft nicht fündig. Einige von Ihnen wissen das bestimmt. Denn Fitzgerald hat so frei übersetzt oder vielmehr nachempfunden, dass die Quelle vieler Verse schlichtweg nicht identifizierbar ist. Ein Vers, next slide, please. Almut, Die, Almut, darf ich jetzt gleich ja? eine Frage stellen oder die aufheben für das Ende? Och, wie du willst. Denn es geht Wollen wir nochmal gerade zurück? um, ja bitte, Mansi, is there a Magesa, please? Ja, also du hast hier übersetzt, hat es nicht geschaut, ne? Von dem ist die zweite Zeile. Ja, weder, das ist weder. Ja. Das ist weder, wieder, Vetti, weder. Ich glaube, da ist eingesehen. Er hat Genau. das nicht eingesehen. Das ist die Bedeutung Ja. dort. Nicht nur schauen, sondern reinschauen. So wirklich verstehen und Das ist einschauen. eine Ja, hölzerne ja. eine Übersetzung. Ja. Einsicht, ja. Du hast ganz recht. Ja. Aber Wind heißt vieles. Ich meine, das wissen wir. Ja, es heißt Wissen, Schauen, Verstehen, Genau. Einsehen. All Ja, das heißt es. ja. Das ist eine hölzerne Übersetzung und keine literarische. Gar nicht. Ich habe Verstehe, einfach versucht, so ein verstehe. bisschen. Gell? Weil, aber stilistisch Und Mann gesehen übrigens, dachte das ich, andere Wort, schauen. Mann. Ja, nee, was ich Ha. Ja, sagen will, schauen also ist, ich habe so schauen, gedacht, ja, an diese. Sicht, ja, ich weiß, warum du Nicht schauen als genommen visuell, eher hast. so als die Ja, innere Vision. Genau, ja, genau. genau, ja. Mann übrigens, ja, Madame, und das hat natürlich auch viele Bedeutungen, ist ganz klar. Ich habe einfach eine rausgegriffen. Das heißt Genau, auch Denken und ja. vieles andere, ne? Logisch. Aber egal, darauf kam es mir ja jetzt nicht an, nur überhaupt. Ja? Was mache ich mit so einem Upanishad-Zitat, wenn Rahman das verwendet? Nicht so Okay. einfach. Ja, Ja, nicht okay, einfach. next, Ja. back, Okay. please, ja. Ja. Und interessant aber schon, gell? Ja. Okay, jetzt haben wir und jetzt haben wir Wann Sie Portugiesisch? next, please, the yesterdays we want to see. Ja, thank you. Dieser Vers wird in Betrayal zitiert, in dieser Form, die insofern auch interessant ist, als es etwas ungenau zitiert ist. Das heißt nämlich eigentlich ein bisschen anders, aber das ist egal. Also im Internet erscheint sehr, sehr häufig genau diese Version. Das persische Original ist in diesem Fall mal bekannt. Next one, please. Die wörtliche Übersetzung davon lautet in etwa: Von dem, was du über das Gestrige, das vorbei ist, sagen kannst, ist nicht alles schön. Sei fröhlich, sprich nicht über das Gestern, denn heute ist es schön. Ja, was macht der Übersetzer? Also, was ich in diesem Buch getan habe, ist, dass ich die Fitzgeraldsche englische Version zitiert habe und eine deutsche Übersetzung daneben gestellt habe. Next one. Thank you. Ja, da steht jetzt das Englische und daneben steht das Deutsche. Wenn ich aus dem Urdu übersetze, ist es natürlich nicht so einfach, denn im Gegensatz zum Englischen ist Urdu keine Sprache, die von einem Großteil der Leser verstanden werden wird. Und es geht ja auch nicht immer nur um einen Satz oder einen einzelnen Vers. Manchmal sind es seitenlange Passagen auf Englisch, die innerhalb eines Romans auf Urdu stehen. Soll ich die auf Englisch stehen lassen? In Deutschland ist das nicht sinnvoll, denn hier können zwar viele Menschen einigermaßen Englisch, aber so verbreitet und so qualitativ gut wie in Indien ist es keineswegs der Fall. Kurz übersetzt werden muss es. Und so denke ich, was in meiner Vorlage steht, das muss ich übersetzen. Alles. Und zwar so, wie es da steht. Unabhängig davon, in welcher Sprache es geschrieben ist, unabhängig davon, ob es aus einer anderen Quelle stammt oder ob es korrekt wiedergegeben wird oder nicht. Denn was dem Autor vorliegt und was den Autor inspiriert, das ist ja genau die Version, die er zitiert, ganz gleich, woher die stammt. Wenn es eingeschobene englische Sätze oder Satzteile innerhalb des Urdu sind,
so wie in der gesprochenen Sprache ja häufig, dann füge ich im Deutschen manchmal ein erklärendes, das sagt XY auf Englisch ein. Aber das tue ich nur, wenn ich spüre, dass mit dem Gebrauch der englischen Sprache an dieser Stelle ein Signal gesetzt wird, das für das Verständnis wichtig ist. Ist auch etwas, wo ich immer wieder mal neu drüber nachdenke und was man immer wieder neu diskutieren muss eigentlich, weil es auch hier wie immer keine Patentlösungen gibt. Okay, zurück zur Prosa-Übersetzung. Salman hat es ja schon erwähnt. Jetzt kommt meine, das, wo ich mich im Moment gerade mit beschäftige, mit einem Roman von Said Kashif Reza. Char Darwish or Ek Kachwa. Next slide, please. Salman, würdest du mir den Gefallen tun, das vorzulesen? Das ist so lang. Ja, also ich kann nur versuchen, so fließen will ich auch nicht. Ah ja, Es geht ja Herr Refin, besser also als nicht. ich allemal. Du bist Muttersprachler, komm. Ich bin nur blöde Ausländerin. Uske chehre se nazre niche karte hue wo uski gardan tak aata aaya to uske nazre us gardan ke naat par theher gayi thi jisne uske mashal ke tarah farogha sar ko sahara sa diya dekar uthaya hua tha, ne? Also so einfach ist es auch bei mir nicht. Nee, so einfach ist es echt nicht, Salman, überhaupt nicht. Das ist es ja. Deswegen habe ich das ja hier mitgebracht. Bei Janib, aise hi ek aur naat thi, jo us waqt use nazar nahi aa rahi thi. Ye dono naatein milkar ek neem musalsal musallas musallas banati thi, jiske andar ek قوس اور قوس کسی شکل میں مشعال کا حلق تھا اور جس کی گہرائی میں اس کی رنگت کی سفیدی کچھ اور بھی سفید نفیس اور نازک ہو جاتی تھی. Ja, okay, danke. Es ist wirklich keine leichte Passage. Du glaubst gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, mich damit rumzuquälen. Also, wörtlich übersetzt bedeutet das ungefähr. Next slide, please. Ja, ungefähr das. Als er seine Blicke von ihrem Gesicht nach unten richtend bis zu ihrem Hals kam, waren seine Blicke an dem Muskel ihres Halses zum Halten gekommen, der ihrem wie eine Fackel hell leuchtenden Kopf sozusagen Halt verlieh und ihn aufrecht hielt. Auf der linken Seite war noch so ein Muskel, der für ihn zu der Zeit nicht zu sehen war. Diese beiden Muskel zusammen bildeten ein halbes Dreieck, in dessen Inneren in Form einer Art Bogen Mishals Kehle war und in dessen Tiefe die Weisheit ihrer Farbe noch etwas weißer, feiner und zarter wurde. Versteht man unmittelbar, oder? Sehr schön, ja. Also wie gesagt, es hat schon, ja, schon eine Herausforderung. Aber Sibylle Berg ist noch schlimmer. Das kann ich auch sagen. Ja, also weil ich immer Beginnen wieder wir... ja, störe mit verschiedenen Fragen über Sibylle Berg. Ja. Ja, das stört mich nicht. Das macht mir auch Spaß. Aber es ist wirklich, also die ist ja furchtbar. Beginnen wir, die ist ja nicht dabei, die hört das ja nicht. Beginnen wir mit dem doppelten Nazre am Anfang des Textausschnittes. Wie schon erwähnt, vermeidet man im Deutschen, außer in bestimmten Fällen, nach Möglichkeit Wiederholung. Ich habe daher den Text gestrafft und habe erstens den Singular gewählt, weil das auf Deutsch üblicher ist als Plural, und zweitens den Blick zum Subjekt gemacht. Next one, please. Genau, sein Blick, nicht Blicke, sondern Blick war von ihrem Gesicht weiter nach unten gewandert auf ihren Hals, wo er an dem Kopfbändermuskel haften geblieben war. Durch den Verzicht auf den Temporalsatz, als er bla 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 bis zu ihrem Hals kam, verringert sich die Spannung, die sich auf das Ziel der Bewegung richtet. Ich habe versucht, das auszugleichen, indem ich das Verb wandern verwendet habe. Es drückt eine absichtsvolle Fortbewegung aus, und damit eben auch die Spannung zwischen Ausgangspunkt und Ziel. Das Vektorverb Jana in Tergaya impliziert ebenfalls, dass der Halt am Ende einer wirklichen oder gedachten Bewegung stattfindet.
Im Deutschen haben wir keine Möglichkeit, so etwas über die Verbalmorphologie auszudrücken. Ich denke aber, dass die Kombination aus Haften und Bleiben zusammen mit dem vorangehenden Wandern etwas Vergleichbares vermittelt. Tatsächlich impliziert ja Haften bleiben, dass der Kontakt auf eine Phase folgt, in der es keinen Kontakt gab. Das Wort Nord, wörtlich Strang, hat mir überhaupt die meisten Kopfschmerzen bereitet. Und ich habe es erst aus dem Kontext heraus als den Musculus sternocleideo mastoideus identifizieren können. Auf ja, versteht jeder Deutsche, ist ganz klar. Ne? Auf Deutsch heißt dieser Muskel Kopfnicker oder Kopfwender. Und ich bin sicher, dass außer Medizinern kaum jemand in Deutschland mit diesen Wörtern etwas anfangen kann. Ich selbst kann das nur, weil ich wochenlang mit meiner persischen Mitbewohnerin medizinische Fachbegriffe für ihre dämliche Deutschprüfung geübt habe. Ich weiß nicht, ob jeder Urdu-Sprecher mit Nar sofort diesen Muskel assoziiert, aber ich bezweifle auch das. Nur klingt mindestens das Wort einigermaßen normal. Es hat schließlich auch eine Reihe von Bedeutungen außerhalb der Muskelanatomie. Wenn ich dagegen im Deutschen Kopfnicker oder Sternocleidomastoideus schreibe, dann klingt es alles andere als normal. Was tun? Meine Lösung bestand darin, dass ich das Wort Kopfwender bei seinem ersten Vorkommen mit dem Wort Muskel zu einem Kompositum verbunden habe und danach die Fachbegriffe vermieden habe. Sein Blick war von ihrem Gesicht weiter nach unten gewandert auf ihren Hals, wo er an dem Kopfwendermuskel haften geblieben war, jetzt geht's weiter, der dafür verantwortlich war, dass ihr fast schon leuchtend weißer Kopf aufrecht blieb. Auf der linken Seite war ebenso ein Muskel, den er zurzeit nicht sehen konnte. Beide zusammen bildeten eine Art unvollständiges Dreieck. Tatsächlich steht im Urdu natürlich nicht unvollständiges Dreieck, sondern Nim Musallas halbes Dreieck. Was ist aber ein halbes Dreieck? Auf Deutsch, wenn ich halbes Dreieck höre, dann stelle ich mir so ein durchgeschnittenes Dreieck vor. Das ist aber wohl eher nicht, was hier gemeint sein kann. Next, please. Ja, and another one. One more. Ja, ich weiß nicht, warum dieser gelbe Dings dazwischen ist, aber das soll uns jetzt nicht stören. Jedenfalls, ich kann das jetzt leider nicht an mir zeigen. Ein Dreieck, was oben nicht geschlossen ist. Und dann geht es im Urdu weiter oder in der deutschen Übersetzung, in dessen Inneren in Form einer Art Bogen Mischals Kehle war. Halk. Aber wo ist hier die Kehle, die eine Art Bogen besitzt? Es bogenförmig könnte man kann das auf dem Bild ja trotz dieses Balkens noch einigermaßen erkennen. Als bogenförmig könnte man ja das Kinn bezeichnen, aber halb ist eben kein Kinn, sondern darunter. Wenn man den Kopf von der Seite betrachtet, wie der junge Mann in dieser Geschichte das nämlich tut, der sitzt so schräg hinter seiner Kollegin und starrt die an, dann ist die Larynx bogenförmig. Next, please. Genau, and another one. Ja, genau, dann sieht man so, da ist tatsächlich so eine Art Bogen. Und dann habe ich übersetzt, beide zusammen bildeten eine Art unvollständiges Dreieck, in dessen Innern sich bogenförmig mich als Kehle abzeichnete. Aber ich war dann immer noch nicht sicher, ob der Leser sich das überhaupt vorstellen kann und habe dann versucht, den Blickwinkel des Betrachters mit in die Übersetzung zu nehmen, auch wenn er im Urdu nicht genannt wird. And next one. Genau, beide zusammen bildeten eine Art unvollständiges Dreieck und so weiter, in dessen Innern im Profil klar zu erkennen, das ist der Blickpunkt des Beobachters, bogenförmig Mischals Kehle lag. Es geht in dem Text um eine junge Frau namens Mischal, die eine sehr helle Hautfarbe hat. Ihr Kopf wird als leuchtend bezeichnet, wie eine Fackel, Mashal. Und damit muss die weiße Farbe ihrer Haut gemeint sein. Aber das Wort Mischal, der Name der Frau, bedeutet natürlich auch schon Fackel. Auf Deutsch sehe ich keine Möglichkeit, dieses Wortspiel nachzuahmen, also zweimal Fackel, und habe deswegen nur die helle Hautfarbe aufgenommen und das Wort Fackel überhaupt weggelassen, weil es klingt komisch. Next one, please.
Genau, Kopfbändermuskel, der dafür verantwortlich ist, dass ihr fast schon leuchtend weißer Kopf aufrecht blieb. Dabei gibt es allerdings auch Probleme, nämlich wenn ich auf Deutsch weißer Kopf höre, ja, dann denke ich gleich an, wie hat meine Mutter immer gesagt, die Weißkopfadler, ja, also da denkt man an weißes Haar. Und wenn ich aber heller Kopf schreibe, dann denke ich an Klugheit und nicht an die Hautfarbe. Ein heller Kopf, Salman, du bist vielleicht ein heller Kopf. Das ist aber unabhängig von deiner Hautfarbe. Du könntest auch aussehen wie Nanda. Lassen wir das. So, next click, please. Das ist nämlich das Endergebnis jetzt, also das Vorläufige. Sein Blick war von ihrem Gesicht weiter nach unten gewandert, auf ihren Hals, wo er an dem Kopfbändermuskel haften geblieben war, der dafür verantwortlich war, dass ihr Kopf von einer so hellen Farbe, dass er schon leuchtend genannt werden konnte, aufrecht blieb. Auf der linken Seite war ebenso ein Muskel, den er zur Zeit nicht sehen konnte. Beide zusammen bildeten eine Art unvollständiges Dreieck, in dessen Innern sich im Profil klar zu erkennen, bogenförmig Michals Kehle abzeichnete und in dessen Höhlung ihre natürliche helle Hautfarbe noch weißer, noch verletzlicher wirkte. So, zum Schluss, ja, wir kommen zum Schluss. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Titel meines Vortrags zu sprechen kommen. Als ich mir überlegt habe, unter welche Überschrift ich den Vortrag stellen soll, wusste ich überhaupt noch nicht, was ich sagen würde. Bei dem Stichwort Urdu fiel mir aber spontan als erstes erstmal das Urdu Rizal ein. Das ist ja sozusagen so eine Art Markenzeichen des Urdu. Und das handelt nun einmal von Liebe. Das war aber nur der erste Gedanke. Danach habe ich gedacht, dass meine persönliche Geschichte mit dem Urdu tatsächlich eine Art Liebesgeschichte ist, auch meine persönliche Geschichte mit Übersetzung. Meine Geschichte mit Urdu ist schon ganz schön alt, denn das erste Mal habe ich von Urdu überhaupt gehört, als ich Studentin war, vor über 40 Jahren. Ich hatte damals schon Bekanntschaft mit klassischer persischer Poesie gemacht, sodass mir das erste Urdu-Gedicht, das ich gehört habe, nicht so fremd vorkam, obwohl ich die Sprache noch überhaupt nicht konnte. Und ich habe auch gespürt, dass in dieser eleganten Form, die ich immer noch liebe, etwas Unaussprechliches auszusprechen, diese Form, dass darin etwas liegt, was mich im Innersten berührt. Trotzdem, es hat dann viele, viele Jahre gedauert, bis ich nach diesem ersten Augenblick des Verliebtseins wieder mit Urdu in Berührung gekommen bin und dass ich dann auch Hindi und Urdu-Grammatik studiert habe. Seither ist es weitergegangen wie in einer Liebesbeziehung. Es hat Phasen der Begeisterung gegeben, es hat auch solche der Sprachlosigkeit und mangelnden Kommunikation gegeben, Phasen des Unverständnisses und sogar der Langeweile. Aber das waren immer Phasen und immer wieder bin ich dann auf irgendeinen Text gestoßen, der mich irgendwie dazu gereizt hat, mich damit zu beschäftigen. Und ich hoffe sehr, dass es dabei bleibt und dass ich mich als Leserin und als Übersetzerin immer wieder mit Urdu-Literatur beschäftige. Wie mit einem Geliebten, ja, zärtlich, streitbar, kritisch, behutsam, intensiv. Und genau das ist es, was für mich auch literarisches Übersetzen so wunderbar macht. Vielen Dank. Last slide, please. Steht nur Danke drauf. So, danke schön. Thank you so much, Mansi. Thank you, dear Mountain Mentorin, that you took out time. And thank you, Almut, for this insightful presentation. Coming back to the comparison of translation and Jannat, I'm giving you one share by Ghalib on the way. Humko maloom hai Jannat ki haqeeqat lekin. Humko maloom hai Jannat ki haqeeqat lekin. Dil ke khush rakhne ko Ghalib. Ye khayal achha hai. So, Shubha Deepavali, feiert schön und bis zum nächsten Mal. Wir treffen uns am nächsten Samstag.